Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Wochenrückblick kommt heute einen Tag früher, weil am Wochenende unser Studio geschlossen ist. Ist aber nicht schlimm. Ich mache trotzdem jetzt die Woche, die ist ja relativ kurz. Montag war ja der 1. Mai und heute haben wir Freitag. Wetter ist traumhaft, 21 Grad, bewölkt und sonnig. Soll aber ein Regengebiet durchziehen, laut Wettervorhersage. Und heute Abend oder bis heute Abend ein bisschen Regen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und am Wochenende wird es auch etwas ungemütlich mit Regen und teilweise Gewitter. Abwechselnd so ein bisschen Aprilwetter, aber es bleibt warm, auch die nächsten Tage. Die Nachtfröste sind vorbei, hoffen wir jedenfalls. Und vielleicht kriegen wir doch mal etwas besseres Frühlings- oder schon anfängliches Sommerwetter. So, was ist los? Es gibt einen Schlag gegen die Mafia in NRW. Es gab eine große europaweite Razzia gegen die 'Ndrangheta, also die italienische Riesen-Mafia-Gruppe, die Milliardenumsätze weltweit macht. Das Hauptgeschäft ist der Kokainschmuggel aus Südamerika nach Europa. Und da sind viele verhaftet worden in Nordrhein-Westfalen, einer der Schwerpunkte, 15 Männer verhaftet worden, denen vorgeworfen wird, eben Kokainschmuggel und Geldgeschäfte zu betreiben. Hier geht es nicht um Peanuts, hier wird an dem Finanzamt Riesengeld vorbeigeschoben. Die Täter haben im Übrigen meistens keine Konten, sie unterhalten sich über encrypted, also verschlüsselte Handys, die geknackt worden sind, sodass man ihnen auf die Spur kam. Und jetzt wird endlich mal darüber diskutiert, dass man die Geldwäsche entsprechend eindämmen will. Denn das ist das Problem, dass hier Deutschland für die Mafia, nicht nur die italienische, auch die albanische und andere, auch die Clans, die hier ihre Gelder waschen. Deutschland ist ein Paradies, weil hier die Geldwäschegesetze eben sehr schwach sind. Italien ist da etwas härter oder deutlich härter in dem Bereich und auch andere Länder, nur Deutschland schläft da ein bisschen und jetzt soll es losgehen, dass man die Mafia entsprechend austrocknen will, was nicht klappen wird, aber zumindest muss man ihnen das Leben erheblich erschweren und der Innenminister hat jetzt eben die Aktion gestartet und sucht jetzt auch das Geld, was versteckt wird in Pizzerien oder in Eisdielen oder in Autovermietungen, die dubios sind und krumme Geschäfte machen mit Autos, die dann eben keinem gehören und dann auch von denen, die sie sozusagen hier protzend durch die Gegend fahren, auch nicht gehören. Und alles das muss mal aufgeschlüsselt werden. Man muss sagen, die Mafia ist hochintelligent, hochprofessionell. Sie sind extrem gut organisiert, was die Geheimaktionen angeht und wie man eben Kokain über belgische Häfen oder italienische Häfen nach Europa schmuggelt und dann hier verteilt und verkauft. Das ist schon recht schlau. Das wären tolle Unternehmer. Leider arbeiten sie auf der falschen Seite des Gesetzes. Bin gespannt, ob Herr Reul das durchzieht. Ich denke, dass das also ihm liegt und er da sicherlich Aktivitäten entwickelt, die bis jetzt nicht so stattgefunden haben. Das heißt eben auch, dass die Bargeldgeschäfte eingedämmt werden soll. 10.000 Euro ist so eine ominöse Grenze. Natürlich ist das für die Mafia nicht gut, aber die werden Wege finden, das zu umgehen. Es trifft natürlich wieder mal die Bürger, die nicht immer nur mit Scheck bezahlen wollen oder überweisen wollen. Da ist auch mal Bargeld nötig. Aber man muss eben das höhere Ziel im Kopf haben, die Mafia eben auszutrocknen oder ihnen das Geschäft zu erschweren. Und dann ist das eben ein denkbarer und möglicher Weg. So, NRW gibt grünes Licht für schnellen Autobahnbau. Sie haben es mitbekommen in dieser 30-stündigen Verhandlung des Koalitionsausschusses in Berlin mit allen drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP. Die haben sich eben doch dann für den von den Grünen ja wie eine Teufels, soll ich sagen, wie eine teuflische Situation empfunden, dass am Autobahnbau noch gearbeitet wird. Sie wollen ja am liebsten alle zu Fußwegen, Radwegen oder sonst was umstrukturieren, bloß keine Autobahn mehr, obwohl der Verkehr drastisch steigt. Wir haben immer mehr Menschen, die auch hier einwandern und versorgt werden müssen. Und die Prognosen sehen eben vor, dass der oder sehen, dass der Verkehr um deutliche zweistellige Prozentzahlen wachsen wird in den nächsten Jahren. Deswegen ist das schon richtig, was Volker Wissing von der FDP macht, dass er eben zumindest hier die Engstellen abbauen will. Es geht gar nicht um den Neubau von langen Autobahnstrecken, sondern außer die Autobahn 23 in Schleswig-Holstein, die zurzeit noch wieder mal vom Plan genommen worden ist. Aber es geht also eben auch die Ertüchtigung und die Reparatur von kaputten Autobahnstrecken und vielleicht ist auch mal die A52 in Essen dran. Aber Oliver Krischer sagt, ja gut, das machen wir, weil natürlich seine Partei im Augenblick im Sinkflug ist aufgrund der idiotischen Heizungspolitik oder Anti-Heizungspolitik. Und vielleicht denkt er, dass er da ein paar Punkte noch machen kann bei dem Wähler. Nächsten Sonntag wird ja in Bremen gewählt, also
Brebel ist die erste sogenannte Landtagswahl, die am nächsten, also nicht an diesen, am nächsten Sonntag stattfinden wird. Dann kommt aber sofort von den Umweltverbänden scharfe Kritik. Das ist ja grauslich, was ihr da macht. Sie vergessen, dass die geplanten Windräder auch viel Fläche verbrauchen werden. Hier geht es nicht um Flächenverbrauch. Erstmal, hier geht es nicht um den Neubau von Autobahnen, sondern es geht um die Ertüchtigung oder die Reparatur oder die Beseitigung von Engstellen. Also hier wird nicht Flächenverbrauch, sondern eben eine Optimierung der Verkehrsflüsse, die ja auch im Stau keine gute Umweltbilanz haben. Aber natürlich kommt das übliche Reaktionsgeschäft der Umweltverbände, alles, was mit Straßen zu tun hat, das wollen wir nicht. Wir wollen zurück ins Mittelalter und in dem Sinne argumentieren sie. Ja, was macht das 49-Euro-Ticket an diesem Montag? War ja Feiertag, 1. Mai. Ist das 49-Euro-Ticket dann an den Start gegangen? Es war ein bisschen holprig. Auch die Verkehrsverbindungen bei der Bahn sind ja nicht so dolle. Und ich sage ja immer, das Auto ist das Einzige, was funktioniert. Das wird nicht bestreikt. Das fährt bei Wind und Wetter. ÖPNV wird bestreikt. Da sind die Ausfälle da, weil die Eisenbahnfahrer bzw. die entsprechenden Kräfte fehlen, die Zugführer fehlen nicht und die Schaffner fehlen und dann fällt auch die Technik aus. Also der ÖPNV ist ein wackeliges Konstrukt, mit dem man sicherlich nicht zu 100% zufrieden sein kann, wenn man eben darauf angewiesen ist, pünktlich zur Arbeit zu kommen, pünktlich seine Termine wahrzunehmen. Das ist in Deutschland eher schlecht. Aber jetzt haben wir das 49-Euro-Ticket, was natürlich schon viel zu billig ist. Die Verbände sagen, das ist viel zu billig. Wir haben Inflation, wir haben steigende Energiepreise, wir haben auch hier die Inflation zu bekämpfen oder am Bein. Und deswegen bin ich sicher, auch das 49-Euro-Ticket wird halt teurer werden. Es haben 700.000 Menschen ein Ticket gekauft, was sie vorher nicht gekauft haben. Bin gespannt, wie ihre Erfahrungen sind. Sie wissen, dass man das monatlich kündigen kann. Es ist also ein Abo, aber es kann monatlich gekündigt werden und man kann den ÖPNV mit Ausnahme der ICEs in ganz Deutschland nutzen. Fahrräder und Hunde können so mit dem Ticket nicht mitgenommen werden. Da gibt es noch keine entsprechenden Zusatztickets. Das hat man vergessen, aber ich denke, dass auch die Verbände in der Lage sein werden, dieses Problem, ich hoffe es jedenfalls, zu lösen. Also viel Spaß mit dem 49-Euro-Ticket. Die sozusagen bis jetzt immer ein Abo hatten, für 120 Euro sparen viel Geld, aber nicht vergessen, es bezahlt die Differenz der liebe Steuerzahler. Also, der liebe Steuerzahler, also wir zahlen das Ticket selber, es wird von niemandem verschenkt, bitte nicht vergessen. Dann gab es ein Treffen mit Klimakriminellen, sage ich mal. Die nennen sich ja vorsichtig Klimaaktivisten, aber sie begehen Straftaten. Das ist leider so. Nötigung im Straßenverkehr, Behinderung von Rettungsarbeiten oder Rettungsfahrzeugen, Behinderung von Polizeifahrzeugen, Behinderung des Straßenverkehrs, ohne dass das einen objektiven Grund hätte. Sie haben sich mit Wissing getroffen und sich ausgetauscht und sie loben natürlich Herrn Wissing, weil der nicht so schlecht ist, wie er immer gemacht wird. Er hat sicherlich gute Pläne, aber er kann den Verkehr auch nicht von der Straße bringen, wie das gewünscht wird von den Klimaaktivisten. Ob das dem Wetter hilft, weiß keiner. Oder ob das die 1,5-Grad-Ziele näher kommen lässt, weiß auch keiner. Wann wir die erreichen, wissen wir auch nicht. Wie das gemessen wird, ist auch noch unklar. Aber man hält fest an diesem virtuellen Ziel. Und die Damen und Herren der Klimaaktivisten, die aus Amerika finanziert werden, von millionenschweren Fonds und ihre Gelder kriegen, arbeiten müssen sie nicht. Sie haben den Hauptjob Klimaaktivisten. Das Gespräch war positiv. Man will sich nochmal treffen, um die Dinge entsprechend nochmal zu diskutieren. Aber sie bleiben dabei, sie protestieren weiter und behindern die Autofahrer, die nichts dafür können und denen das alles nicht hilft. So, Katar steigt beim RWE ein. Das gibt Theater im RWE und der Verband der kritischen Aktionärinnen hat entsprechend, die Hauptversammlung war gestern und die digitale Hauptversammlung war gestern und das Emirat Katar hat 9,1% als größte Einzelaktionärin bei RWE geparkt bzw. gekauft. Das löst Kritik aus. Ja, kann man machen, aber Katar ist ein großer Rohstoffproduzent und Herr Habeck war ja auch dort und hat um Gas gebettelt. Aber Verträge gab es nicht, weil er eben nur ein paar Tage Gas liefern lassen wollte oder ein paar Jahre. Und die Kataris sagen, wir müssen ein Gasfeld erschließen, das kostet viel Geld, wir brauchen langfristige Verträge. Das wollte Herr Habeck nicht, weil er eben meint, dass er mit seinen Wärmepumpen über die Runden kommt. Und man sieht ja, dass das nicht funktioniert. Aber so träumerisch sind die Grünen mit ihren Ideologien. Ja, RWE setzt, das hat Markus Kreber, der Vorstandschef vom RWE, gesagt, auf die wasserstofffähigen Gaskraftwerke. Man möchte bis zum Ende der Dekade, also bis 2030, wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden,
mit Gaskraftwerken an den Markt gehen, die rund 3 Gigawatt Kapazität errichten. Das ist nicht viel. Wir brauchen 700 Terawattstunden pro Jahr aus allen Energiequellen, erneuerbare Kraftwerke und sonst was, Biomasse, Geothermie, alles das muss dazu beitragen, dass wir die 700 Terawattstunden, die wir pro Jahr mit steigender Tendenz, Wärmepumpen, Elektroautos und was noch alles dazu kommt. Also ein höherer Strombedarf ist da, aber die Grünen sagen, ja, brauchen wir alles nicht. Atomkraftwerke, völliger Blödsinn, sind gefährlich, explodieren. Und die Entsorgung des Mülls ist auch ein Problem. Stimmt, ja, aber man kann das lösen, wenn man es will. Die Finnen haben das geschafft. Die haben in kurzer Zeit ein Endlager errichtet, geräuschlos. Die Grünen sind dabei in Finnland, aber hier ist das alles ganz so kompliziert und nicht machbar. Andere Länder sehen das viel lockerer und lösen die Dinge, anstatt sie dauernd zu beklagen. Ja, also die Wärmepumpen, das ist schon jetzt das Thema. Wir fangen erst gerade an, die einzurichten, überfordern jetzt schon die Stromnetze. Vonovia möchte als großer Wohnungsbaukonzern mit 300.000 Wohnungen Wärmepumpen einsetzen. Sie haben jetzt noch 70 Pumpen irgendwo auf Lager, die sie bauen möchten, aber das geht nicht, weil die Wärmepumpen nicht ans Netz angeschlossen werden können, weil es eben keinen Strom gibt, beziehungsweise nicht genug Strom. Die Netze sind nicht ausgebaut. Das haben wir auch bei Westenergie gehört, wo wir vor wenigen Tagen eine Sitzung hatten, die haben das bestätigt, dass man Milliarden in die Netze investieren muss. Ich rede nicht von bundesweiten Netzen, sondern von den Netzen im Ruhrgebiet und in Nordrhein-Westfalen. Die haben jetzt 1 Milliarde Euro Investitionen im Jahr geplant und die Prognosen sind mehrere Milliarden Euro Investitionen in die Ertüchtigung der Netze, damit eben der Strom bei den E-Autos und bei den Wärmepumpen ankommt. Und das ist ja nicht ganz wenig, was diese Elektrogeräte verbrauchen. Jo, bin gespannt, wie das weiterläuft. In 6,5 Jahren ist hier Schluss mit Strom. Dann gibt es nur noch irgendwas, Importstrom aus Frankreich oder aus Holland oder aus Norwegen oder aus Polen, Atomkraft oder Kohlekraft oder Gaskraft oder sonst was. Dazu haben wir unsere mickrigen erneuerbaren Energien, die natürlich schon Strom liefern, aber nicht den Strom, den wir rund um die Uhr brauchen. Und zwar bezugskräftig beziehungsweise eben auch grundlastfähig rund um die Uhr. Das wird so nicht funktionieren, da bin ich ziemlich sicher, weil auch der Ausbau der Windkraft entsprechend nur schleppend vorangeht. Olaf Scholz hat gesagt, wir müssen 4 Dinger pro Tag brauchen. Lächerlich, unmöglich, das schaffen wir nicht. Wir haben weder die Materialien, wir haben weder die Fachkräfte und wir haben weder die Flächen, die ausgewiesen werden müssen. Liebe Naturschützer, denn das ist eine gewaltige Menge an Flächen, die da verloren geht. Und da sagt ihr gar nichts so. Ihr schimpft da über die Autobahnen, anstatt über die Riesenflächen, die wir für die Windräder brauchen, auch mal zu lamentieren, die auch in Naturschutzgebieten gebaut werden dürfen. Auch Wälder sind kein Problem mehr. Die können sozusagen dann gelichtet werden, damit ein Windrad dort mit 200 Meter Höhe gebaut werden kann. So, Studienanfänger, kurze Meldung, die gehen zurück. -12,5% in Nordrhein-Westfalen, 10% in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Und die Studenten oder Studierenden ziehen sich zurück und mehr an den Unis als an den Fachhochschulen, die noch gut besucht werden. Also auch das ein Trend des demografischen Wandels. Auch das wird den Fachkräftemangel zumindest im akademischen Bereich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Nicht gut. Wir haben natürlich sehr viele Studenten in Nordrhein-Westfalen, aber die beleben nicht unbedingt den Arbeitsmarkt, den wir brauchen. Nämlich wir brauchen Handwerker, 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 die alles das bauen, was die Grünen so wünschen, ohne es selber zu können. Die Städte leiden unter den massenhaften Flüchtlingen, die auf uns zurollen, das sind mehr Zahlen als 2015, unabhängig von den Ukrainern, die ja kein Asyl beantragen müssen, weil sie nur temporär hier bleiben werden und wenn der Krieg zu Ende sein wird, sie wieder nach Hause gehen, was sie unbedingt wollen. Also die Gemeinden sind überfordert, es ist nicht nur Geld, es sind Kapazitäten, Verwaltung, alles das hängt schief und Oberbürgermeister Kufen, der ja der Vorsitzende des Städtetages Nordrhein-Westfalen. Es hat eine klare Forderung gestellt, dass die Städte entsprechend hier einen Neustart brauchen und eine Neuregelung. So geht es nicht weiter. Man kann nicht hier in Deutschland die meisten Flüchtlinge in Europa aufnehmen. Und die anderen Länder machen sich einen schlanken Fuß und sagen, ihr blöden Deutschen, bezahlt das mal schön, wir halten uns da raus. Ihr seid so toll ausgerichtet mit euren hohen Sozialkosten, also als
als Push- und Pull-Faktor für Flüchtlinge aus aller Welt. Denn hier ist also sagen für die meisten ein Paradies, was die Geldversorgung angeht. Das ist in Frankreich und in Italien, Holland ganz anders. So, das zum Thema Migration, ein Thema, was auch die AfD beflügelt, die mittlerweile mit den Grünen gleich aufliegen bei 16%, was die Umfragen angeht. Das freut die Grünen nicht und die AfD wird meines Erachtens noch weiter hochgehen. CDU liegt bei 30%, FDP so knapp bei 7%. Und wollen mal schauen, wie sich das im Wahlverhalten. Wir haben ja dieses Jahr drei Landtagswahlen mit Bayern am Ende des Jahres und Hessen mittendrin. Also Bremen fängt nächste Woche an. Kurz noch zu Essen. Essen plant Trinkwasserbrunnen. Das ist beschlossen worden von der Politik. Eine richtige Maßnahme, wie ich finde, ein Trinkwasserbrunnen öffentlich mit Trinkwasser, gerade im Sommer, sehr wichtig auch für Obdachlose, die sich dann versorgen können mit Trinkwasser und Menschen, die eben nicht unbedingt immer eine Flasche Wasser dabei haben. Zunächst werden sie am Kennedyplatz als Testbrunnen eingeführt und geguckt, wie das funktioniert. Dann ist der Rüttenscheider Stern, Vorhenhauser Platz, Borbecker Platz, am alten Essener Markt, am Katternberger Markt und auf dem Kaiser-Otto-Platz in Steele, sowie auf dem Kupferdreher-Markt, am Werdener Markt und auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz in Kettwig geplant. Also Kennedyplatz ist Pilotprojekt, dann guckt man, wie das funktioniert und dann wird man mit den Bezirksvertretungen zusammen in Essen gucken, wie die Entscheidungen fallen werden. Ja, Grüne und CDU sind ja eine paar Koalitionen eingegangen im Stadtrat und man arbeitet seit gut 2 Jahren mehr oder weniger geräuschlos zusammen. Probleme gibt es beim Verkehr, da sind die Grünen natürlich ganz anderer Meinung als die CDU. Sie wollen am liebsten die Straßen zu Radfahrwegen umbauen. Es gibt ja ein 300-Millionen-Programm, was so Kommunalwahl verabschiedet worden ist und jetzt werden nach und nach Radfahrwege gebaut. Aber trotzdem ist Essen, das sagte ich letzte Woche, Essen ja auf dem letzten Platz von 14 Großstädten, die man untersucht hat, gelandet. Also Essen ist keine Fahrradstadt, wird sie auch nie werden. Da kann man Millionen investieren. Das ist einfach die Verkehrs- und Straßeninfrastruktur zu schlecht. So, was passiert noch in Essen? Es gibt ein paar Staus in letzter Zeit. Der Gildehof-Tunnel wird teilweise gesperrt. Deswegen beachten Sie das. In beide Richtungen werden Fahrspuren gesperrt, um ihn aufzuhübschen und eben zu reparieren. Und weitere Staus drohen auch gerade in Richtung Sommer in Essen. Das ist nichts Neues und das passiert jedes Jahr. So, was macht die Essener Innenstadt? Sie wissen, dass die Essener Innenstadt eher auf dem Rückzug ist. Immer mehr Geschäfte steigen aus. H&M ist gekommen 1984 und ging 2021. Sportcheck ist weg. Auch die sind raus. Kamps ist raus, der Bäcker. Und da kommt eine Dönerbude jetzt rein in Essen, Mitte, also in der Innenstadt. Brautmoden, Horn haben nach Jahrzehnten zugemacht. Böhmer und Görz sind dicht. Es gibt nur noch Deichmann und Gröterich, die Schuhe verkaufen in der Essener Innenstadt. HEMA ist raus. Die Cyberport-Firma am Kennedyplatz ist raus. Und auch im Limbecker Platz Einkaufszentrum, da sind mehr als 200 Shops beherbergt mit 70.000 Quadratmetern. Aber bis jetzt sind nur 180 Geschäfte im Bereich. Auch da geht es abwärts mit der Innenstadt, obwohl das ein attraktiver Standort ist, zumindest das Limbecker Einkaufszentrum. Auch das hat Riesenprobleme, ihre Läden zu vermieten. Das wird auch weiter noch so abgehen. Warum ist das so? Weil die Kaufkraft in Essen eben schlecht ist. Wir haben, jeder Vierte ist hier Hartz IV oder Bürgergeldempfänger. Das bedeutet, dass die Kaufkraft eben nicht die Kaufkraft ist, die man braucht, um eine attraktive Innenstadt, wie sie in den 50er, 60er, 70er, 80er und 90er Jahren noch war. Seit 20, 30 Jahren geht es abwärts mit der Innenstadt und der Trend ist noch lange nicht gestoppt. Da kann man Millionen reinstecken, wie man will. Es wird nicht besser werden. So, eine gute Nachricht noch zum Fotoinstitut. Sie wissen, dass die Stadt Essen ja das Rennen zunächst mal verloren hat, weil Düsseldorf frecher war und besser gepokert hat, obwohl sie die ganzen Voraussetzungen, die gefordert werden vom Bund, gar nicht erfüllen. Haben sie trotzdem das große Maul geschwungen und zumindest jetzt vorläufig den Standort Zuschlag bekommen. Essen ist noch nicht raus. Eine aktive Bürgerinitiative kämpft dagegen, hat viele Details herausgearbeitet und den Oberbürgermeister, der es gar nicht wollte, den man zum Jagen tragen musste, auch entsprechend überredet, ein Gutachten erstellen zu lassen über die Rechtmäßigkeit der Entscheidung in Berlin und in Düsseldorf. Und wir sind alle gespannt, was da rauskommt. Das soll in den nächsten 14 Tagen wohl vorgelegt werden. Und dann bin ich gespannt, wie die Entscheidung des Gutachters sein wird, damit wir weiter diskutieren können. Aber, meine Damen und Herren, eine gute Nachricht, der Kulturbeirat hat in der letzten Woche am Donnerstag entschieden, dass die Stadt bzw.
die dafür Verantwortlichen aufgefordert werden, sehr aktiv zu werden. Auch insbesondere die Kulturdezernentenkonferenz für das Ruhrgebiet, denn andere Städte sind für uns. Aber wenn Essen nicht vorangeht und sagt, wir wollen auch das Bundesfotoinstitut, dann wird das nichts. Und deswegen Aufruf an alle Politiker, Parteien und Kulturverbände in Essen, insbesondere die Folkwang Hochschule der Künste und das Museum Folkwang, die aufgefordert sind, hier ihre Stimme zu erheben, damit das Bundesinstitut der Fotografie endlich nach Essen kommt. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Heute ist Freitag. Mein nächster Wochenrückblick kommt wieder standardmäßig am nächsten Samstag. Es bleibt schön mit Unterbrechungen durch Regen und Gewitter, aber bleiben Sie gesund, gehen Sie an die frische Luft, genießen Sie die sommerlichen Temperaturen. Danke, alles Gute und tschüss.